Wie einst schon Sepp Herberger sagte, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dies trifft diese Woche auch auf unsere Frauenmannschaft zu. In diesem speziellen Fall sogar, nach Potsdam ist vor Potsdam. Vergangenen Sonntag musste man sich leider im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion den Potsdamerinnen mit 0:3 geschlagen geben. Das Spiel am Sonntag lief natürlich alles andere als erhofft. Wir haben uns, glaube ich, sehr viel vorgenommen und wollten Potsdam, solange es geht, einfach ärgern und wenn möglich natürlich auch was Zählbares mitnehmen. Das ist uns natürlich leider nicht gelungen. Ich glaube, die Niederlage geht da so in Ordnung. Und ich glaube, wir haben unsere Lehre jetzt aus dem Spiel aber gezogen und sind aber gut vorbereitet jetzt für am Samstag. Nun geht es am Samstag erneut gegen Potsdam. Diesmal im DFB-Pokal und auswärts in Potsdam. Ja, ich glaube, wir werden das ein oder andere vielleicht am taktischen Bereich ändern. Ich glaube, Potsdam war uns an dem Tag einfach auch überlegen. Das erkennen wir auch einfach so an. Aber nichtsdestotrotz fahren wir natürlich da nicht hin, um einfach zu verlieren, sondern wir wollen es Potsdam so schwer wie möglich machen. Und ich glaube, gerade über die Außen werden wir das ein oder andere vielleicht auch umstellen. Und Potsdam hat uns unsere Schwäche aufgezeigt und dementsprechend gehen wir jetzt auch hochmotiviert in die Partie. Das Hauptaugenmerk liegt zwar auf der Liga, trotzdem hat man sich für den Pokal einiges vorgenommen. Man sagt ja immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Dementsprechend freuen wir uns unheimlich auf die Partie. Wir haben uns gerade als kleines Mannschaftsziel vielleicht gesetzt, gerade im Pokal da diese Saison vielleicht doch immer ein bisschen etwas weiterzukommen wie die letzten Jahre. Das ist uns da leider nicht immer so gelungen. Jetzt haben wir natürlich ein sehr, sehr schweres Los. Auswärts in Potsdam ist natürlich, ja, alles andere als jetzt ja vorteilhaft, aber wir nehmen es jetzt so, wie es ist und machen das Beste draus und wir fahren nicht nach Potsdam, um einfach so zu verlieren. Stefanie Breitner ist eine Frau der ersten Stunde des Hoffenheimer Frauenfußballs. Sie war bereits beim Aufstieg in die zweite Bundesliga als auch beim Aufstieg in die erste Bundesliga beteiligt. Ja, das hat ja alles damals begonnen mit der Spielgemeinschaft Mühlhausen VfB St. Leon, dass sich das dann alles so übergeht zu Hoffenheim und sich das alles so brutal entwickelt, war natürlich nie jetzt wirklich so abzusehen, aber mich freut es natürlich, dass ich immer noch dabei bin, dass ich immer noch zum Team gehöre. All ihre Erfahrung stimmt sie positiv, dass Samstag eine Überraschung möglich ist. Dafür will die Mannschaft auch alles geben. Klar, Potsdam geht als klarer Favorit in die Partie. Ich glaube, das zeigt auch das 0:3 jetzt zu Hause. Aber wie schon betont, wir fahren nicht dahin, um jetzt einfach, ja, dass man die Partie absolviere und fertig aus, sondern wir fahren dahin, um es Potsdam so schwer wie möglich zu machen. Und wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Das ist unser Ziel. Ob es uns dann gelingt, ist was anderes. Aber mir wäre es Potsdam so schwer wie möglich machen und mir wäre alles in die Waagschale werfen, was ja in unserer Macht steht. Und mannschaftliche Geschlossenheit wieder reinwerfen und dann schauen wir mal, was möglich ist.